Hallo und herzlich willkommen wieder einmal hier vom Schwarzen Strand in La Caleta. Wir starten in unser Open Water Schwimmen und wollen die Gelegenheit nutzen, um über einen Tipp zu sprechen. Das Motto heißt, sei im Training schneller als im Wettkampf. Da fragt man sich, wie soll das denn gehen? Der Wettkampf ist doch eigentlich das Wichtigste überhaupt. Da bin ich ausgeruht, da will ich meine beste Leistung bringen. Warum soll ich denn nun vorher im Training schneller sein? Dafür gibt es einen ganz einfachen und extrem... einen extrem einfachen und wichtigen Grund. Und ich springe jetzt da auch mal hinein. In der Zwischenzeit, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Vielen Dank dafür. Abonnier den Kanal. Und leite das Video weiter. Du weißt Bescheid, das Prozedere ist bekannt. Und einfach mal hinein. Da schwimmen sie in Richtung Playa del Duque. Und wir machen gleich weiter, direkt mit unserem Thema. Was hat es denn auf sich mit diesem Spruch, sei im Training schneller als im Wettkampf? Dahinter steckt die Tatsache, dass du ja, und das gilt vor allem natürlich für Schwimmer, die in ihren Spezialwettkämpfen natürlich deutlich schneller schwimmen wollen, dass sie nämlich, sagen wir mal, zu 90% ihres Trainings langsamer schwimmen als das, was sie dann glauben, im Wettkampf schwimmen zu können. Klingt ja eigentlich ein wenig paradox. Ich schwimme langsam, um dann schnell zu schwimmen. Natürlich ist das ein wenig plakativ formuliert. Wir wissen auch, wir brauchen entsprechende Pausen, um Schnelligkeitsleistungen auch auf hohem Niveau durchführen zu können. Deswegen kann der Umfang natürlich nicht so hoch sein. Mit diesem Tipp will ich aber einfach nur mal dir den Hinweis geben, achte doch mal darauf, dass du regelmäßig Trainingsinhalte platzierst, die dazu führen, dass du im Training schneller bist als im Wettkampf. Und das können ja nicht nur die herkömmlichen Trainingsmethoden sein, und das Schwimmen in ganzer Lage, das kann auch mal das Schwimmen sein mit Kurzflossen. Und zwar ganz bewusst, nicht nur dieses Larifari-Geschwimme mit Kurzflossen, weil es einfach Spaß macht, sondern immer mit der Frage verbunden, was kann ich mit dem Hilfsmittel erreichen? Und Kurzflossen sind nun mal prädestiniert dafür, dass du dich auf ein Tempo katapultieren kannst, das du so nicht kennst. Das gilt natürlich insbesondere für die Delfinrücken- und Kraulschwimmer. Die Brustschwimmer könnten Delfinbeine mit Brustarme schwimmen, also auch hier einen entsprechenden Reiz setzen. Trainingsmethodisch bietet sich zum Beispiel die USRPT-Methode an. Hier der Link auch nochmal, da hatten wir ja schon mal einige Artikel und Trainingspläne auch hinterlegt. Also orientier dich doch daran. Und vor allem auch hier gilt immer wieder das Motto Mut zur Pause. Eine lange Pause, damit du auch jede Schnelligkeitsleistung auf einem sehr hohen Niveau durchführen kannst. Und dann erhöhst du vielleicht den Anteil der sehr schnell geschwommenen Strecken im Training. Führ doch darüber auch mal Buch, um das prozentual festzulegen. Denn das könnte auch mal eine Methode sein für dich, um das Training noch besser steuern zu können. Ob du nun Trainer bist oder Athlet, spielt ja gar keine Rolle. Trainingsdokumentation ist immer wichtig. Ja, das soll es mal gewesen sein. Einfach mal das Training überdenken, ganz wichtig. Und wir genießen mal hier diese wirklich gigantische Atmosphäre in unserem Schwimmcamp hier auf Teneriffa. Wenn du hier mal vorbeikommen willst, wir sprechen natürlich viel über Schwimmtechnik, über Trainingsmethodik. Wir machen auch sehr viel im Wasser, wie jetzt hier zum Beispiel im offenen Gewässer, zum mehr oder weniger Abschluss der Trainingswoche. Also wenn du mal vorbeikommen willst, dann schau hier oben auf den Link t3-training.de und dann sehen wir uns hier vielleicht mal in einem Schwimmcamp, vielleicht auch mal in einem Schwimmseminar. Die Angebote wollen wir auch demnächst wieder aufnehmen. Also viele Möglichkeiten, dass wir beide uns mal kennenlernen. Das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Oder wenn du schon mal hier bist, warst und wiederkommst, ganz genauso. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal für den Daumen hoch. Und ich packe mal meine Sachen und düse der Gruppe hinterher. Tschüss, bis zum nächsten Mal hier aus Teneriffa.